Hallo und herzlich willkommen bei Lack und Leder. Wir haben hier einen Audi RS6 und wir haben heute noch ganz was Besonderes mit diesem Fahrzeug vor. Vorweg möchte ich euch allerdings zeigen, was wir mit dem Auto alles gemacht haben. Ich nehme euch mit auf eine kleine Rundtour. Das ist ein Audi RS6, Baujahr 2015. In einem wirklich sehr schönen, wunderbaren Zustand. Kurz zusammengefasst, Lack, Glas, Felge, Bremssättel, Steinschlagschutzfolie, Motorabdeckungen, Grill und natürlich auch der Diffusor hinten ist alles Keramik beschichtet worden, bis hinunter. Weiters gab es noch ein kleines Achsenservice. Hier war etwas Flugrost. Das haben wir entfernt und die Bremssättel beschichtet. Keramikbeschichtung ist bis rund 1100 Grad hitzebeständig und natürlich dauerhaft. Schweller zum Beispiel hier, die Schwellerleisten wurden mit Steinschlagschutzfolie beschichtet. Und anschließend mit einem zarten Topping, damit ein hydrophober Effekt entsteht, ebenfalls beschichtet. Ja, heute geht es darum, bei diesem Fahrzeug, dass wir zusammen den Wabengrill mit der Airbrush beschichten wollen und anschließend einbrennen. Und ja, wir schauen uns jetzt an, wie das genau funktioniert. Also, bis gleich. So, mittlerweile habe ich alles vorbereitet für die keramische Beschichtung des Audi RS6 Wabengrills mit der Airbrush. Ich zeige euch das. Das Coating ist schon im Behälter drinnen. Wir arbeiten hier mit rund 2 Bar und es ist im Prinzip keine Hexerei. Bisschen üben und die Sache ist eigentlich an und für sich gar nicht so schwierig. Ich werde nur die Waben beschichten, nicht diese runden Teile und auch nicht diese flachen großen Teile, was man sieht. Ja, die wurden schon beschichtet, an und für sich, das ist schon fertig. Es geht einzig und alleine nur um die Waben. So, ich mache jetzt einmal ganz kurz Probe. Ja, es geht. Immer noch. Ganz kleine Bewegungen. Jetzt oben, ich habe dazu schon ein Tuch vorbereitet, dass also die Haube, die mache ich auf, das Tuch, damit nichts am Motor passiert und fangen wir mal einfach mit dem rechten Teil an. Ich schaue mal, vielleicht kann ich auf Dauer aufsprühen, schauen wir mal. Ja, das geht schon. Da kommt genügend Material. Man muss sich halt ungefähr merken, wo man war. Jetzt fange ich wieder. Na, jetzt machen wir die da oben. Material habe ich noch genug im Behälter. Ich denke, ich habe jetzt alle Waben erreicht. Zu viel darf auch nicht sein, also nicht Sicherheit sprühen. Da unten vielleicht bin ich noch nicht ganz reinkommen. Nicht Sicherheit sprühen, so nach dem Motto habe ich da schon, sonst fängt das Ganze zum Rinnen an. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sieht auf dieser Seite, aber ich tue hier auch auf Dauer. Das hat an und für sich ganz gut funktioniert.
So, noch. Okay. So. Ja. Liebe Leute, das war's schon im Großen und Ganzen. Ich lasse es jetzt ein bisschen anziehen und werde es dann mit einem Tuch abnehmen, weil ich würde das nicht einfach so lassen. Eventuell mache ich sogar noch gleich eine zweite Beschichtung. Beim Abnehmen sieht man nämlich dann recht schön, ob wirklich Material drauf ist. Man merkt es ja sofort. Also ich lasse jetzt einmal ein paar Minuten ablüften, dann nehme ich es ab, schaue ich mir das an und eventuell, ich habe noch genügend Material, es ist wirklich noch sehr viel da, mache ich dann noch einen zweiten Durchgang, damit ich auf der sicheren Seite bin. Aber mal schauen. Also, so lang. Runde 2. Ich habe inzwischen mit einem ganz weichen Tuch den Überschuss abgenommen. Jede Wabe einzeln. Das ist ein bisschen Arbeit, aber ich habe es geschafft natürlich. Und kann jetzt innerhalb der vorgeschriebenen Zeit noch eine zweite Beschichtung auftragen. Ich habe noch genügend Material, alles noch da. Und ja, legen wir los. Kein Problem. In dem Fall mache ich aber durchgehend. Ich mache jetzt nicht mehr einzelne Sprühe. Es geht schneller und eigentlich fast genauer, wenn ich die Waben komplett auf einmal besprühe. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you?